Hallo Leute, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, wird das heute meine allererste Saftkur in meinem Leben sein. Und die wird 3 Tage gehen. Ich habe jetzt schon mit einer Person darüber gesprochen und die meinte, dass diese 3 Tage Saftkur machen eigentlich viel zu kurz ist. Also sie meinte, dass die ersten 2 Tage Horror werden mit dem Hungergefühl, aber dass ab dem 3. Tag das kippt, das Hungergefühl verschwindet und man denkt, man könnte es ein Leben lang so weiter durchziehen. Warum mache ich das Ganze, fragen sich jetzt wahrscheinlich viele. Ich überlege schon seit 1-2 Jahren so eine Saftkur zu machen, aber ich wusste nie wann und irgendwie habe ich mich da noch nicht so krass mit beschäftigt. Ich wusste nicht, von welchem Anbieter und so weiter und so fort. Und ja, jetzt habe ich eine Kooperation mit einer Firma, wenn ihr wissen wollt, von wem die Saftkur ist, von welcher Marke und weitere Informationen, Rabattcode, dies, das, dann schaut bei mir auf Instagram vorbei. Da werde ich euch das alles näher erläutern, vielleicht auch in meine Story-Highlights packen. Ich habe da noch gar nichts drin, deswegen wäre es vielleicht mal Zeit. Wir haben heute den 1. Mai und wir haben jetzt ein bisschen nach 12 Uhr und ich werde jetzt meinen ersten Saft trinken. Und man muss es halt immer in 2 Stunden Abständen machen, aber ich habe es jetzt vorher irgendwie nicht geschafft. So sieht es übrigens gerade in meinem Kühlschrank aus. Genau, jetzt habe ich immer noch nicht beantwortet, warum ich das eigentlich mache. Ich mache das nicht, um abzunehmen. Ja, man wird durch eine Saftkur abnehmen, weil man halt extremes Kaloriendefizit hat. Aber ich mache das, um meinen Körper zu entgiften. Wie vielleicht einige von euch wissen, oder auch nicht, esse ich seit einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, kein Fleisch mehr. Ich esse nur kein Fleisch mehr, alles andere, den ganzen anderen Bullshit esse ich noch. Aber auch da gucke ich halt immer, dass ich irgendwas reduziere und das vielleicht auch in Zukunft noch drastischer reduzieren werde. An der Stelle kann ich euch auf jeden Fall die Doku What the Health empfehlen. Sehr gute Doku. Und ja, deswegen mache ich wirklich diese Saftkur, um meinen Körper zu entgiften, um meinem Körper Zeit zu lassen, sich mal um etwas anderes zu kümmern, als nur um die Verdauung. Ich will gar nicht wissen, wie viel Abfall in meinem Körper ist. Einfach wie viel Müll ich meinem Körper die letzten Jahre zugemutet habe. Und ja, ihr müsst überlegen, unser Körper ist ständig damit beschäftigt zu verdauen. Ständig. Und auch eine Freundin von mir, die hat eine sehr lange Zeit, 2 Wochen lang Wasserfasten gemacht. Und die hat mir erzählt, dass trotzdem immer regelmäßig noch Kacki rauskam. Das ist jetzt ein sehr schönes Thema natürlich, aber ihr müsst überlegen, ihr esst die ganze Zeit nichts und es kommt trotzdem weiter immer etwas raus, weil ihr einfach so viele Rückstände in eurem Darm habt und es ist einfach nur widerlich. So, ihr müsst euch mal Bilder von, also vom Innenleben eines Darms angucken, dann wird euch echt übel. Bitte roastet mich nicht, wenn ich hier nicht die krassesten Infos habe. Ich hab das nicht studiert oder so. Das ist alles Sachen, die ich mir irgendwie selber angeeignet habe und ja, dementsprechend mache ich eine Saftkur. Ja, das ist halt mein erster Saft. Das ist Ananas, Apfel, Gurke, Zitrone, Minze. Ihr könnt die Säfte euch natürlich auch selber machen, dann müsst ihr die nicht bestellen. Oh mein Gott, es riecht einfach pur nach Gurke. Und Minze. Was ist da nochmal drin? Oh ja. Ja, wobei, ey, da kommen irgendwie voll viele Aromen raus. Schmeckt eigentlich gut. Schmeckt irgendwie ein bisschen wie Tee. Ich kann es ja nicht so langsam trinken, wie man eine Mahlzeit isst. Auf jeden Fall, ich habe sehr große Sorgen, wie ich mich die nächsten 3 Tage anstellen werde. Weil ihr müsst wissen, ich bin ein sehr wehleidiger Mensch. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie ich das meistern werde. Ich habe jetzt die nächsten 3 Tage frei. Ich wusste nicht, ob das förderlich ist für so eine Saftkur oder eher kontraproduktiv. Aber ich dachte mir, probier es jetzt erstmal so, wenn du halt frei hast. Ich werde heute auch wahrscheinlich noch auf die Kirmes gehen. Ich freue mich, das ganze Essen zu sehen, die ganzen Gerüche. Aber ich kann ja auch hier nicht vergammeln bei mir zu Hause. Und ich meine, ich kann ja alle 2 Stunden einen Saft trinken. Doch, der schmeckt echt gut. Der Saft jetzt zum Beispiel hat um die Mathematik? Sagen wir 40 mal 3. 4 mal 3 sind 12, 120 Kalorien ungefähr. Und da ist halt wirklich nur Apfel, Gurke, Ananas, Zitronen, Minze drin. Sonst nichts. Schmeckt echt nach Gurkenwasser. Diese von Cornicons, dieses Wasser. Also ich bin hochmotiviert. Ich will es auf jeden Fall durchziehen. Aber ich glaube, es wird eine harte Zeit. Also ich glaube, es wird so Ups and Downs geben. Das Höchste, was ich jemals nichts gegessen habe, waren 24 Stunden ungefähr. Durch halt entweder Liebeskummer oder irgendwelche anderen stressigen Situationen. Aber sonst, ich liebe Essen. Ich könnte die ganze Zeit essen. Vor allen Dingen mein Freund ist jetzt draußen, sich irgendwas zu essen besorgen. Weil ich ja hier nichts
also nichts Essbares besitze und er ja natürlich was essen muss. Ja. Bitte schreibt mir jetzt an der Stelle schon in die Kommentare, ob ihr denkt, dass ich das durchhalte oder ob ich das nicht durchhalte. So, es ist Zeit, ein zweites Getränk zu trinken. Willst du mir jetzt die ganze Zeit zuhören? So, schaut mal, Leute, wie sich das hier abgesetzt hat. Warte, du nimmst den ersten Schluck. Was ist? Nein, guck nicht hier, was ist vor Schied? Guck nicht, was da drin ist. Ja, okay. Ich weiß auch nicht gerade. Also man kann sich denken, weil es orange ist, aber Karotte. Nicht drauf gucken. Hallo, lies nicht. Hast du gelesen? Nein. Stinkt. Boah, schmeckt voll geil. Schwör. Geil. Voll geil würde ich jetzt nicht sagen, aber... So, Karotte, frisch, Zitrone, lecker Apfel. Ja. Was soll ich sagen? Lies nicht und du liest einfach. Geht fit. Wir haben 2:30. Ich verspäte mich ein bisschen mit meinem Drink. Aber ja, 2:30 und ich habe schon sehr Hunger. Aber mir ist noch nicht schlecht. Ich habe nur das starke Bedürfnis zu essen. Lach mich nicht aus! Wieso hast du mich ausgelacht? Also ich habe trotzdem Lust, was zu essen. Ja, also in diesem Ratgeber-Dingsblatt hier steht sogar, dass wenn es gar nicht gehen sollte mit dem Hunger, dass man entweder Gemüsebrühe oder eine Banane essen darf. Aber ich will es ohne schaffen. So, Freunde, wie viel Uhr haben wir überhaupt? 3:50. Oh, ich muss noch warten. Ja. Ja, auf jeden Fall ist das Avocado, Spinat, Ananas und Zitrone. Klingt köstlich. Was ist? Wir haben jetzt 4 Uhr und ich trinke jetzt dieses wahrscheinlich äußerst köstliche Getränk. Ich habe echt ein bisschen Schiss, also der klingt echt sehr ekelhaft. Also Avocado generell habe ich jetzt ein einziges Mal in meinem Leben gegessen. Und Spinat. Okay, es schmeckt aber stark nach Ananas, finde ich. Aber irgendwie voll bitter. Here we are again. Fast 4 Stunden später. Wir waren gerade unterwegs draußen. Hier auf der Kirmes. Und ja, war ziemlich scheiße, die ganzen Gerüche wahrzunehmen. Und man selber kann nichts essen. Mein Hungergefühl ist tatsächlich gar nicht so groß. Aber diese Lust, einfach was zu essen. Naja, auf jeden Fall, jetzt habe ich halt echt verpasst, mein Dings zu trinken. Ich hätte den eigentlich schon um 6 trinken müssen und wir haben gleich 8 Uhr. Das heißt, ich trinke jetzt den und gleich in halbe Stunde noch einen anderen. Das ist jetzt Rote Beete, Karotte, Apfel, Zitrone, Ingwer und auf den oder vor dem habe ich besonders Angst. Wegen Rote Beete. Ich meine, der sieht zwar am schönsten aus, aber Leute, ich bin sehr gespannt, weil ich mag Rote Beete echt nicht. Ich habe auch einmal mir selber einen Smoothie gemacht. Ich habe ein bisschen Rote Beete-Saft, wirklich nur ein bisschen reingemacht, weil das so krank geschmeckt. Leute, das stinkt so sehr. Fuck. Okay. Nie so lecker. Schmeckt gar nicht nach Ingwer, finde ich. Ich schmecke nur Rote Beete, bisschen Zitrone vielleicht. That's it. Das schmeckt nicht lecker. Wieder eine Stunde später und der nächste Saft wartet auf mich. Das ist jetzt der 5., also der vorletzte Saft für heute. Und ich habe vergessen, es wird eigentlich nur noch schlimmer. Dieser Saft beinhaltet Grünkohl, Gurke, Spinat, Apfel, Staudensellerie und Zitrone. Also Grünkohl, Spinat und Staudensellerie macht mir doch schon Magenschmerzen. Schwierig. It's okay. Also ich fand Rote Beete ein bisschen... schlimmer. Hier ist Wasser, Mandel, Dattel und Salz drin. Angst vor Wasser. Was machst du? Nicht zoomen. Au. Oh, gib her, so riesig. Warte. Warte. Das riecht irgendwie undefinierbar für mich. Ich will Seife oder ist meine Hand? Ja, wie Mandelmilch. Bisschen salzig, aber auch. Wie Mandelmilch. Bah. Du stellst dich jetzt aber an.
Ich finde es voll ekelhaft. So Mandelstücke drin. Das schmeckt wie Mandelmilch ein bisschen. Tapetenfarbe, ey. Tapetenfarbe. Oder warte. Oh. Ich schwimme jetzt mal voll nach Gurken. Nach Geschmack. Kennst du diese, die im Becher sind, diese Furzdinger, wo du so deinen Finger reinsteckst? Hast du schon mal getrunken? Nein, aber das, so wie das riecht, schmeckt das irgendwie. Kennst du aber, ne? Ja. Ey, ich probiere jetzt nochmal. Das schmeckt wie diese Furzdinger. Und scheint so voll der chemische Geschmack irgendwie. Hungrig, keine Ahnung. Ja, ich bin hungrig, aber... Ruf nach Subway. Ich hab's schlimmer gedacht. Halben Tag du abwesend. Hast du halben Tag abwesend einfach. Ja, was hast du nicht schlimmer erwartet? Es geht. Ich hab auch kaum was gemacht. Ich hab's echt schlimmer erwartet. Also ich dachte ehrlich, dass ich extrem krass Hunger haben werde, dass ich extrem, dass mir schlecht wird, weil mir wird voll oft schlecht, wenn ich Hunger habe, aber es... Was? Aber es ging eigentlich klar. Also, wir haben den nächsten Morgen. Wir haben 10.37 Uhr. Ich trinke jetzt meinen ersten Drink. Und Leute, ich habe keinen Bock mehr. Aber der erste ist noch lecker. Zweite ist auch lecker. Dritte schmeckt schwierig. Vierter schmeckt noch schwieriger. Fünfter schmeckt auch schwierig. Und sechster ist komisch irgendwie. 50-50 prozentual. Also, jetziger Stand. Mir geht's gut. Ich habe eigentlich gar keinen Hunger, aber ich habe so krass das Verlangen zu essen. Das ist nur mein Problem. Ja, aber ich gehe jetzt duschen, mich fertig machen, dann ein Video drehen. Ja, dann müssten schon wieder, keine Ahnung, wie viele, 4-5 Stunden vorbei sein. Und dann mal gucken, was ich noch so tue heute. Sehr hübsch, Erika. Überbelichtung ist da. Ja, vielleicht sollte ich filmen, wenn ich nicht ganz so scheiße aussehe. Ich bin gerade frisch aufgewacht. Wir haben 12 Uhr. Ich habe Gott sei Dank heute mal ausgeschlafen. Das bedeutet, ich muss weniger aushalten, diesen Tag zu überstehen. Aber heute ist schon Tag 3. Ich habe gestern nicht gefilmt, weil es gestern nicht wirklich was zu filmen gab. Also ich habe eigentlich den Tag genauso gut überstanden wie den ersten Tag, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Und also sieht man auch hier an meinem wunderbaren Tagebuch. So, ich habe nur lächelnde Smileys. Am Abend war ich Pfeife rauchen mit Alik. Da kam der Hunger schon ein bisschen stärker durch, aber es ging auf jeden Fall fit. Bin ich einfach schlafen gegangen und gut ist die Sache. Ich kann jetzt schon so ein kleines Fazit abgeben. Ich denke, ich werde auch den Tag heute gut überstehen. Was mich echt wundert, also wirklich wundert, weil normalerweise, wenn ich nichts esse, wird mir immer extrem schlecht. Wirklich extrem schlecht. Das ist jetzt nicht der Fall. Klar, ich habe manchmal so richtig Hungergefühl, also mein Magen knurrt. Aber mir ist nicht übel. Das ist immer gut. Aber dieses Verlangen nach Essen ist einfach zu crazy. Also morgen, ich räume mich so auf Subway, Leute. Das glaubt ihr nicht. Ja, wenn ihr wollt, kann ich auch noch einen Tag danach filmen. Also ich bin ehrlich froh, wenn es vorbei ist, weil ich wieder essen will. So, viele fragen sich jetzt vielleicht, wieso Säfte? Wieso nicht einfach Wasserfasten? Wasserfasten ist halt nochmal eine Stufe krasser. Also wenn ihr die Ultra-Pros seid, dann macht Wasserfasten. Weil dieses Detoxen, was man halt macht, das kriegt man mit Wasser genauso hin. Aber diese Säfte trinken, das ist halt so für eher Anfänger. Außerdem bekommt ihr halt hier noch viel, viel mehr Nährstoffe und Vitamine in euren Körper, als wenn ihr nur Wasser trinkt. Ich habe mir nicht direkt zugetraut, nur Wasser zu trinken. Deswegen Saftkur. So, wir sind jetzt an Tag 4 angekommen. Das heißt, ab heute darf ich wieder essen. Gestern Abend habe ich nicht mehr gefilmt, aber gestern... Also für mich war so fazitmäßig alle 3 Tage... gleich. Also ich hatte irgendwie gar nicht so viele Höhen und Tiefen, oder was sagen Sie dazu? Ja. Was? Wie habe ich mich angestellt? Katastrophal. Stimmt gar nicht. Meinst du ernst? Kratz, Bissspuren, alles. Okay. Auf jeden Fall darf ich jetzt endlich wieder essen. Wir haben 8 Uhr morgens oder so und ich werde jetzt... Wir haben jetzt noch Pizzaschnecke gegessen! Nein! Wir haben Pizzaschnecke gegessen! Hab ich gar nicht. Sie lügt! Sie ist eine Lügerin! Das ist so ein Spaß, ehrlich. Ja, ja. Das
So, also meine erste Nahrung seit 3 Tagen wird eine Banane sein. Okay. Perfekt dich. Musst du mal jetzt so piep. Du bist echt frech. Ich sag nur die Wahrheit. Nein! Jetzt lass mich ausreden. Bringst dich aus dem Konzept. So, ich habe während der Tage wirklich gar nichts zu mir genommen. Also ich habe auch viel zu wenig Wasser getrunken, muss ich ehrlich gestehen. Man hätte ja Gemüsebrühe oder eine Banane essen können, wenn der Hunger zu krass wird. Aber ich habe wirklich gar nichts gegessen. Und zwar seit... Was? 80 Stunden. Yeah! So, ich habe in der Zeit 2 Kilo abgenommen. Aber wie gesagt, ich habe das ja nicht gemacht, um abzunehmen, sondern um meinen Körper zu entgiften. Und jetzt esse ich diese Banane mit euch zusammen. Nein, esse ich nicht. Also nicht mit euch zusammen. Ja. Mit mir! Ha! So. Sie sehen, ich bin nicht mehr so euphorisch unterwegs. Ich habe vor circa einer halben Stunde ungefähr die Banane gegessen. Und hab einmal ins Brötchen von meinem Freund gebissen. Hab dann noch ein halbes Glas Wasser getrunken. So, ich war so hihihi. Und ich so, ja, jetzt bin ich auch satt. Und dann auf einmal wurde mir übertrieben übel. Also übertrieben. So, kennt ihr, wenn ihr so kurz davor seid zu kotzen, euer ganzer Körper knistert, so kribbelt. Ich krieg direkt voll die Panik, weil ich habe ja Angst vor Kotze, für die, die es noch nicht wissen. Und, ich krieg direkt so voll die Panik und er so, hä, was los und so, ist dir schlecht? Ich so, ja. Und ja, dann hat es halt aufgehört nach so 2 Minütchen. Und dann hat mein Bauch angefangen zu grummeln und ihr wisst, was das heißt. Jetzt, wie gesagt, ist eine halbe Stunde vergangen. Mir geht's irgendwie nicht so gut. Ich weiß nicht. Ist komisch. Und ich bin so traurig, weil ich wollte heute unbedingt zu Subway gehen. Wenn mein Gewissen nicht dazu streben würde, jeden Tag zu Subway gehen. Und so würde ich eigentlich schon fast sagen, dass ich jeden zweiten oder dritten oder vierten höchstens Tag zu Subway gehe. Ja. Und ich will heute auch unbedingt zu Subway gehen. Ich habe schon an Tag 1 so an Subway gedacht. Und jetzt haben wir ja Tag 4. Und ich will unbedingt hingehen, aber ich weiß nicht, wie das mein Körper mitmachen wird. Deswegen, ich bin halt jetzt echt in Zwiespalt. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Weil mein Verlangen ist so groß nach Essen. Ja. Schreibt mir auf jeden Fall an der Stelle in die Kommentare, falls ihr schon mal eine Saftkur gemacht habt, wie ihr wieder angefangen habt zu essen oder wie es euch ergangen ist. Also ich habe bisher erst ein einziges Tagebuch, also ein Saftkur-Tagebuch angeguckt. Und da hat die Dame nichts dazu gesagt, so. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es mir so... Also ich meine, klar, mein Körper muss auf einmal wieder an der Verdauung arbeiten, nach 3 Tagen Stilllage. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, oder ich nehme mir auf jeden Fall vor, noch mehr auch auf Milchprodukte zu verzichten. Also mehr in diese vegane Schiene reinzugehen. Also ihr wisst ja, ich esse schon seit über einem Jahr kein Fleisch mehr, aber ich esse immer noch Milchprodukte und Fisch. Viele Sachen habe ich schon ersetzt, zum Beispiel ich trinke keine Milch mehr, ich esse fast keine Eier, also ich habe jetzt an Ostern ein Ei gegessen und davor wieder keine Ahnung wie lange nicht. Ich versuche weniger Käse zu essen, aber Käse ist wirklich mein schlimmstes Problem, wegen allen Sachen, die überbacken sind, also wie Pizza oder Nudeln überbacken oder keine Ahnung, das ist echt so mein... Und halt Fisch. Fisch ist auch ein richtig großes Problem für mich, weil ich liebe einfach Fisch. Aber wie gesagt, ich will auf jeden Fall mehr drauf verzichten. Ich werde später heute Abend nochmal ein Fazit abgeben, wie ich mich dann fühle. Dieses Video, ne? Wenn sich das wirklich jemand komplett reinzieht, dann Respekt. Schaut auf jeden Fall bei mir auf Instagram vorbei, weil da habe ich noch so eine Art Code, so einen Gutscheincode. Und da erfahrt ihr auch den Anbieter, den ich genutzt habe. Das ist alles in meinen Story-Highlights zu sehen. So, ich habe keine Ahnung, wieso es mir zuerst so schlecht ging, nachdem ich da meine erste Banane gegessen habe. Aber danach hatte ich gar kein Problem mehr. Ich war auch gestern bei Subway. Und heute ist schon wieder der nächste Tag. Heute habe ich auch ganz normal gegessen. Und mir geht es gut. Also alles super. Ich würde es definitiv nochmal machen. Ich denke, vielleicht würde ich es auch mal mit Wasserfasten probieren. Und das so regelmäßig ein, zwei Mal im Jahr schon machen. Oder je nach Gefühl einfach. Weil dann fühle ich danach einfach so... So in shape, so wisst ihr, was ich meine? Weil man halt einfach nichts im Magen hat. Und ja, man tut sich halt was Gutes. Der Körper hat mal Zeit, sich um andere Probleme, um andere Baustellen im Körper zu kümmern. Meine Hand fällt ab. Jetzt würde mich mal interessieren, an alle, die schon mal eine Saftkur gemacht haben,
Wie habt ihr das empfunden? Was sind eure Erfahrungen? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Achso, vielleicht noch als kleinen Tipp, ihr müsst auf jeden Fall Vorbereitungstage einlegen. Dadurch, dass ich die Tage davor wirklich wenig gegessen habe, hatte ich nicht so ein Problem mit dem Hunger zu kämpfen in der Zeit. Bei mir war wirklich diese Gier, dieses Verlangen nach dem Essen so extrem groß, aber das war es dann auch. Also Hunger ging wirklich klar, mir war kein einziges Mal schlecht. Die Säfte gingen auch fit, also zum Geschmack, ja. Ja. Die ersten zwei Säfte fand ich eigentlich lecker. Generell am ersten Tag ging eigentlich alle Säfte irgendwie klar. Zweiter Tag war schon kritisch. Dritter Tag, ich habe die einfach nur noch runtergekippt, weil ich dachte, so auf Ex, weg damit. Weil ich hatte einfach keinen Bock mehr, die zu trinken. So. Aber an sich ging das schon klar. Es war jetzt nicht extrem ekelhaft oder so. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. War mal was ganz anderes als sonst. Wenn ihr wollt, dass ich das nochmal mache, vielleicht mit dem Wasserfasten, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, schreibt es mir in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Komm da hinten nicht dran. Oder? Au!